Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Meine Aufgabe jetzt, wenn es geladen hat, ist hauptsächlich durchs Verlies zu gehen. Deswegen porten wir uns da einfach gleich hin. Ich kann das nämlich auch so machen. Gibt viele Möglichkeiten, da schnell rüber zu glitschen. Okay, wir starten wieder mit dem Verlies. Wir haben soweit alles abgeschlossen, was den Aufbau hier angeht. Wir sind bei Höhle 3. Ich hoffe, ich habe vorher dran gedacht, mein Schwert zu reparieren. Ich denke aber schon. Und wir haben wieder eine Cutscene. Irgendwie haben wir vor jedem neuen Gebiet eine Cutscene. Da bin ich wieder. Toll, was? Guck mir nicht so an. Es ist nur zu deinem Besten. Jetzt kommt der Fortgeschrittenenkurs. Ich sage nichts zweimal, also hör gut zu. Zuerst kommt das Erfassen. Du weißt ja schon, dass du mit der Kreistaste Monster als Ziel erfasst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir das nicht gesagt hast und ich das erst rausfinden musste. Wenn du einen Gegner erfasst hast, wird ein roter Kasten um ihn herum angezeigt. Was du wohl noch nicht weißt, ist, dass die L1-R1-Taste beim Erfassen eine eigene Funktion haben. Wenn du beim Erfassen die L1-Taste drückst, wird ein anderer Gegner erfasst. Durch mehrmaliges Drücken der L1-Taste kannst du alle Gegner in deinem Blickfeld anwählen. Und wenn du die R1-Taste drückst, parierst du die Angriffe deiner Gegner. Wenn ich das noch nicht könnte, wäre ich am Arsch. Vergiss die Paradefunktion nicht, sie kann dich im Kampfgetümmel retten. Und kanntest du die Waffenfunktion Attribut ändern, dadurch änderst du die Elementarattribute deiner Waffe. Es gibt 5 Attribute, Feuer, Eis, Donner, Wind und Heilig. Viele Monster sind gegen eins davon empfindlich. Um ein Waffenattribut zu ändern, musst du im Menü der Waffe Attribut oder Bearbeiten wählen. Du kannst ein Attribut natürlich nur aktivieren, wenn die Waffe dafür Punkte hat. Na, was meinst du? Einfach, oder? Ich will dich nicht überfordern, deshalb war's das für heute. Viel Glück, Kleiner. Bis bald mal wieder. Dieser Blick immer. So ein komplett leere, tote Blick. Ja, ich hab's repariert. Sehr gut. Ich habe Heilig-Attribut auf dieser Waffe drauf. Okay. So. Fangen wir doch gleich mal an mit falscher Taste im falschen Moment. Zauberkristall. Oh, dadurch sehe ich die Gegner. Das ist der Trick. Okay, gut zu wissen. Ein Lagerraum. Okay, jetzt gehen wir erstmal den Gegner da killen, der da rumschleicht. Das ist nur ein Skelett. Oh Gott. Ja, ist One-Hit, okay. So, dann haben wir hier... Ich sehe nicht nur die Gegner, ich sehe auch die Sachen, die ich einsammeln kann. Oh, muss das ein verfluchte Fledermaus sein. Ein Schild. Okay, nee, ein Schild. Das ist kein Schild zum Schilden. Das ist ein Schild für... Jawohl. Das ist ein Schild für ein Haus. Also ein Sign, kein Shield. Ich habe jetzt mal die Richtung komplett gewechselt. Hindert es aber noch blaue Flecken. Okay, eine Karte. Das sieht doch gut aus. Okay, dann sehen wir mal. Da ist noch so ein Fragezeichen-Ding da. Brauche ich jetzt noch nicht hin, das mache ich wohl am Schluss, weil ich habe jetzt eh noch nicht das Item, das ich dafür brauche. Nicht schon wieder, okay. Mal sehen, ob das auch so gut klappt. Jawohl. Gut, das ist sehr wichtig, da ich die Fledermäuse ohne Gegentreffer kille. Die sind ein Problem. So, dann haben wir hier eine Truhe und da irgend so ein... Ist das ein Heilungsding? Was? Oh, noch eine Fledermaus. Ein kleiner Fisch, okay. Ich werde durstig. Oh ja, ich sehe es. Ich habe auch nicht viel zu trinken. Scheiße. Scheiße. Sehr, sehr, sehr scheiße. Muss ich jetzt gut und schnell sein. Okay, hier haben wir... hier haben wir was? Und dann haben wir zwei von diesen blauen Kreisen. Ich weiß nicht, was die genau machen. Vielleicht geben die aber auch Durst, das wäre dann blöd. The fuck, du bist neu. Aber kein Problem. Und droppt mir ein Haltbarkeit plus 1. Ah, damit ist die Waffe wahrscheinlich länger haltbar. Ah, wirkt gegen Monster aus Fels und Stein. Okay, habe ich gerade gekillt. Ich nehme jetzt mal das hier. Haltbarkeit plus 1, ja. Macht Sinn. Was ist das hier? Etwas Geld verloren. Ah! Du Pisser! Das sind immer unterschiedliche Sachen, oder? Wie kann ich jetzt... Ah, Dreck. 28 habe ich noch. So ein Dreck. Ich
nehme an, das bringt immer irgendwas anderes. Monster ist voller Energie. Ja, toll. Ja, super. Irgendein Monster gebufft. Okay, unten ist der weitere Weg, das heißt, wir gehen erst oben lang. Little Weg denn nur Scheiße bei den Dingern. Darf ich die gar nicht einsammeln? Das waren aber die einzigen, glaube ich. Ich sehe sonst nichts Blaues gerade. Okay, wir gehen jetzt hier lang. Ich denke, wir kommen hier recht schnell jetzt durch diesmal. Wenn mich der alte Feenopa nicht so zuquatschen würde, wären wir vielleicht noch ein bisschen schneller. Gut gemacht. Okay. Ich brauche das eigentlich noch nicht so genau durchlesen. Das sind meistens alles noch Dinge. Ah, René ist ein Mensch. Okay. Das sind aber sonst sehr oft Dinge, die mir noch gar nicht sitzen. Wie so Zaun und so ein Scheiß. Bringt mir eigentlich noch nicht so viel. Aber Menschen, die sind wichtig. Kleine Windmühle. Okay, das ist so ein Gebäude. Jawohl. So. Easy peasy. Da ist wieder eine Statue. Da hinten ist ein Skelett. Der ist One-Hit. Oh, doch nicht. Der gibt ein bisschen Geld. Ich mach bei dir dasselbe wie bei dem anderen. Oh, doch nicht. Au. Fucking hell. Wunden und Durst hier behandeln. Huch, ich bin voll geheilt. Was ist das denn krasses? Dann hätte ich das tatsächlich nicht einsetzen müssen. Aber ich hätte wahrscheinlich sonst verdurstet bis dahin. Transwaffen haben wir auch. Aber geil. Ich habe einfach einen Heilbrunnen oder so gefunden. Mega gut. Und ich muss bald meine Waffe reparieren. Aber solange es nicht piept, brauche ich das nicht tun. So, hier haben wir gleich zwei nebeneinander und Gegner im Eck versteckt. Das ist kein Problem. Eine Bank. Kein Gebäude, glaube ich. Ich nehme an, das ist eine Sitzbank. Und eine Lampe. So, und hier haben wir wieder das Problem. Ich weiß nicht, was ich hier benutzen soll. Und nichts davon macht wirklich Sinn. Anleitung. Nee, ganz knicken. Ich habe das Teil nicht, was auch immer es ist. Weiß auch nicht, ob ich es jemals kriege. Oh je, da ist irgendwas. Sie ist verschlossen. Wenn du sie knackst, könnte das eine Falle auslösen. Damit warten wir mal noch. Ah, der ist easy. Ich nehme an, das Skelett ist One-Hit, weil ich auch heilig bin. So, jetzt haben wir das Problem. Aber ich glaube, wenn ich Falle auslöse und dann in den Heilungsbrunnen gehe, dann passiert mir nichts. So, was ist das Gefährlichste? Ich denke, eine Giftfalle ist das Gefährlichste. Moment, wenn ich eine Fluchfalle habe, weiß ich nicht, kann ich die Waffe nur nicht wechseln oder kann ich sie auch nicht reparieren? Ich will das Risiko jetzt nicht eingehen, deswegen repariere ich sie einfach mal. Die Fluchfalle, ja, die Fluchfalle kann... Ich habe keinen, oder? Nee. Dazu führen, dass ich mit meiner Waffe nichts mehr machen kann. Sag mal, krieg ich es noch auf die Reihe, das Richtige anzuklicken. Falle nicht entschärft. Das war eine Sprengfalle. Au. Okay, 17 Schaden. Geht ja voll. Dann bitte nochmal. So. Bekomme ich jetzt hier eine neue Waffe? Hm. Ein Kristallmesser. Also dieselbe Waffe nochmal. Aber meins ist schon plus 1. Vielleicht eine Ersatzwaffe für die? Ansonsten, ich weiß nicht, ob man vielleicht zwei gleiche Waffen irgendwie kombinieren kann. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch verschiedene Charaktere, die man später spielen kann. Was dann dazu führt, dass man auch verschiedene Waffenarten hat. Der hier hat jetzt halt so Schwerter. Ich glaube, die anderen, anderen Charaktere haben halt andere Waffen. Mal sehen, ob ich mich nochmal heilen und voll auffrischen kann. Jawohl, sehr geil. Okay, das ist richtig nett. So. Dann können wir jetzt einfach durch die halbe Höhle laufen, bis wir da hinten rauskommen. Ein kleiner Grundlauf hier. So, da ist wieder so ein Hund. Okay. Jawohl. Und da ist noch ein Sprinter.
wir hier gleich den Durchgang, aber zuerst wollen wir natürlich noch in den letzten Raum. Wir haben 3 Gegner, die wir killen sollten. Wir sollten die ja eigentlich mit Bomben und so einem Scheiß killen, wenn die Möglichkeit besteht. Ich habe allerdings, glaube ich, noch gar keine. Au! Okay. Das war gar nicht unknapp. Die machen machen echt viel Schaden. Was ist das denn da schon wieder? Ist das ein neuer Gegner? So, das hier ist mein Haus. Mein Haus. Yay. Okay, was bist du? Eine Statue. Oh je. Oh, das ist nicht. Das juckt den nicht. Holy shit. Ein Skelett. Okay, das ist easy. So, fertig. Sehr gut. Hat funktioniert. Wir hauen erstmal ab. Eieiei. So, ich habe mein eigenes Haus. Das ist doch schon mal spitze. Und ich habe René, wenn ich mich nicht irre. Gegenstand benutzen, ich vergesse das immer. Und zwar transwappen. Und dann am besten natürlich sofort. Sofort wieder raus. Damit ich mich erfrischen kann und Ressourcen holen. Und natürlich auch ein bisschen bauen. Springen wir doch gleich in den Editor-Modus. Ich würde sagen, ich werde mich erst komplett auffüllen. Ich brauche zum Beispiel Wasser. Okay. Essen brauche ich keins, oder? Das steht nur. Ne, es steht nur Leben her. Ich kann Viereck drücken. Wird sortiert. Ich brauche mein Reparaturpulver auf jeden Fall. Und das dann auch gleich einsetzen. Genauso das Wasser. Deshalb springe ich hier gleich zum. Zum Bürgermeister. Ich denke, wir kriegen noch eine zweite Verliesebene in diesem Part. So. Dann ganz kurz Wasser trinken. Das habe ich nämlich letztes Mal auch vergessen. Und natürlich das Reparaturpulver einsetzen. Abwehrkraft. Lieblingsessen verbessert den Wert. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Hierher ziehen und Gegenstand auf... Achso, ja. Klar. Okay. So, dann hätte ich das gerne nochmal. Danke. Und dann habe ich mein Equipment wieder aufgefüllt, aber mich auch komplett wieder erfrischt und alles. So, vielleicht schaffen wir aber auch nicht 2 Gebiete. Es kann nämlich gut sein, dass ich dadurch, dass ich neue Charaktere reinpacke, doch ein bisschen länger brauche. Pages Haus ist schon platziert, eine kleine Windmühle hat es hier, aber ich weiß noch nicht, wer die wohin haben will. Ich werde mein Haus jetzt mal noch kurz platzieren. Meins ist irgendwie riesig. Ich will jetzt kurzzeitig mal hier wohnen. Und dann muss ich praktisch das hier drücken. Hier ist Platz rund und hölzern enthält etwas. Es scheint ein Fass zu sein, was dahin gehört. Und hier kommt auf jeden Fall ein Zaun hin. Und noch was gut zur Lagerung. Ein Zimmer ist ein Lagerraum. Ja, der passt. Kann ich auch wieder rausnehmen, wenn ich will. So, und dann kann René... Ach, das ist meine Mutter. Ah, Pages Haus ist das. Ah, okay. Dann kann meine Mutter dahin. Platzcharakter sorgt sich stets um Maro und wartet auf ihn. Hier ist ein zottiges Tierbiozom aufgezogen und hier ist eine große Glocke, ist hier Markenzeichen. Ich nehme an, ich habe noch einen Hund und eine Katze, wie es scheint. Ja. Porte ich mich mal schnell zu meinem Haus. Da ist der Zaun. Der ist schon instant im Weg. Ach, da bist du. Hallo. Maro, geht's dir gut? Na prima, mach mir keine Sorgen mehr, ja? Das ist alles. Hi. Du scheinst etwas in der Höhle vorzuhaben. Bitte pass auf dich auf, ja? Hi. Deine Waffen werden immer stärker und besser, wenn du es richtig anstellst. Aber achte auch auf Schäden, damit sie dir nicht kaputt gehen. Im Verlies gibt es eine besondere Ebene, die eingeschränkte Zone heißt. Ein merkwürdiger Zauber ruht auf ihr. Diese Ebene ist sehr schwer abzuschließen. Sei vorsichtig, ja? Maro, ich habe gehört, dass es sehr unheimliche Monster im Verlies gibt, die ja Schatztruhen tarnen. Oh, sie sind wirklich mächtig. Wenn du sie siehst, lauf bitte weg, ja? Ach, Mimics, sehr super. Nimm etwas zu trinken mit, wenn du ins Verlies gehst, sonst macht der Durst dich schwach. Übertreib es nicht im Verlies. Wenn du merkst, dass es gefährlich wird, musst du sofort umkehren. Wenn du im Verlies besiegt wirst, wird dir die Hälfte deines Geldes gestohlen. Okay, dann haben wir hier alles durch. Wie soll das Dorf aussehen? Mal sehen, wenn die Morgensonne mich durch das Fenster wecken würde, wäre das wundervoll. Welche Richtung ist dein Zimmer?
die morgen sein. Wann bekommt die denn? Moment, ich muss richtig drehen. Ich muss in eine andere Taste. Meine Nachricht. Wenn ich damit fertig bin, sag mir, Maro, findest du nicht manchmal, dass wir zwei es hier ein bisschen einsam haben? Ah ja, sie will halt noch die Tiere. Wie soll dein neues Haus aussehen? Was sagst du da? Unser Haus hat einen Schornstein und einen Lagerraum. Maro, weißt du denn nicht mehr, wie dein eigenes Haus aussah? Gerade nicht, nee. Ich kann die hier nur ansehen, oder kann ich die platzieren? Ich kann die nur platzieren. Zur Lagerung größere Höhe angebracht. Ah, der Lagerraum. Ich darf das hier gar nicht machen. Ich muss das, glaube ich, hier machen. Ja. Dann haben wir eine Röhre, die aus dem Dach schaut. Das ist der Schornstein. Und hier kommt dann wohl das Fass hin. Aber sonst können wir hier noch nichts platzieren. Kann ich bei Paige was machen? Nee, die ist noch nicht mal da. Auf Paige ist ein R. Auf Ines Verlass hat eine nette Tochter. Oder das ist Paige. Das Mädchen kennst du von klein auf. Dann haben wir hier noch eine Windmühle, aber bisher juckt's keinen, wo die ist. Deswegen platziere ich die einfach temporär hier. Und sie will das mit der Morgensonne. Das heißt, ich muss das hier wahrscheinlich drehen, bis es passt. R2. Die Frage ist, ich weiß gerade nicht, von welcher Seite die Sonne kommt. Und ich weiß auch nicht... Ah, okay, da oben ist ein... Kompass, aber ich glaube, der funktioniert nicht. Okay, das ist noch nicht richtig. Ich versuche es jetzt einfach so auf die Art. Ja, die ist immer hinterm Haus, oder ist die vorm Haus? Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Meine Mutter versteckt sich vor mir. Da hinten ist sie, glaube ich. Nee, das ist Macho. Passt jetzt? Ah, falsche Taste. Gut, okay, es gibt nur noch eine Richtung. Außer es geht um die Position. Muss ich auch selber gucken, dass ich hier in die richtige Richtung drehe. Muss ja eigentlich so sein, oder? Und wenn sie jetzt wieder meckert, dann mache ich noch irgendwas falsch. Okay, ich mache irgendwas falsch. Keine Ahnung. Ich klär das später, denke ich. Ich gehe jetzt erstmal oben rein. So, das hier ist der Lagerraum oben. Aber ich denke, es gibt hier nichts zu entdecken. Sonst hätte ich das, denke ich, schon entdeckt. Ah, ich kann nach draußen drücken. Sehr gut. Dann gehe ich mal durch die Haupttür. Huch, okay. Das hier unten ist wie ein richtiger... Ach, die, dann ist die Glocke... Das mit der Glocke bestimmt eine Kuh. Ich dachte, ja, Katze ist ein typisches Haustier und hat eine Glocke manchmal. Manche Katzen haben sowas. Und das andere ist wahrscheinlich eh der Hund. Ein Hund. Okay, also bis jetzt ist man mal zufrieden. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wo die Sonne kommt. Ich sehe die Sonne hier auch gar nicht. Und ich kann mit der... Okay, danke. Vielleicht muss ich auch bis zum Morgen warten, ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, welche Seite wo ihr Zimmer ist. Keine Ahnung. Das kläre ich später, denke ich. Ich wollte noch kurz zur Windmühle. Bis jetzt juckt die Windmühle aber auch keinen. Und hier ist auch keine Kiste oder sowas. Okay, ich denke, wir gehen nochmal zum Verlies, auch wenn wir schon bei fast 20 Minuten sind, aber wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Also, zurück ins Verlies. Und dann sind wir auch schon in der nächsten Ebene. Höhle 4. Hier hat's nichts. Okay, das könnte sein, hier ist jetzt so eine Art Bossfight. Aber ich denke, dass der alte Opi wieder auf mich wartet. Aua, und mir das sagt. Oder auch nicht. Moment. Okay, passt. So. Die Kamera. Ja, ich dachte es mir schon. Oh je. Oh je. Ist das der Bossfight? Ausrufezeichen. Hehe. Und jetzt stirbst du. Ich glaube nicht, dass ihr drei mir was tun könnt.
vielleicht mit meiner anderen Waffe, aber ihr seid alle zu schwach und One-Hit. Oh, da kommt Papa Skelett. Maro, der ist nicht ohne. Du musst dich mit ihm duellieren. Das Duell ist eine besondere Kampfform. Oh, geil. Jetzt erstmal ein kleiner Tanz hier. Die Controller-Tastensymbole bewegen sich von rechts nach links. Drücke die richtige Taste, wenn die Symbole sich auf den hellblauen Balken ausrichten. Pfeile wie links bedeutet, dass du mit den Richtungstasten oder dem linken Analogstick in diese Richtung drücken sollst. Je näher das Tastensymbol an der Mitte des blauen Balkens ist, umso besser wird dein Ergebnis sein. Wenn du bei einem Symbol in das richtige Timing hast, wirst du gewinnen. Wenn das Duell beginnt, wird dir das mit diesem Symbol angezeigt. Merk es dir gut. Jetzt geht's los, konzentrier dich. Was soll ich mir da merken? Okay, der letzte war nicht perfekt. Außer gut genug. Klasse! Ein Geschenk von den Feen von Terra. Diamond erhalten. Und zwei Kisten, die doof dastehen. Und ein Brot. Bis jetzt habe ich noch keins gebraucht, um mich zu heilen. Okay. Eine Kiste. Leistungspulver. Und die andere Kiste. Transwappen. Ja gut, okay, ich habe ein Leistungspulver bekommen und die Möglichkeit weiterzumachen. Also, was ist Leistungspulver? Radikale Steigerung der Waffenwerte. Okay, wenn ich eine richtig gute Waffe habe, kann ich das auf diese Waffe einsetzen. Diesmal würde ich sagen, wir brauchen gar nicht... Ach, Falltaste. Wir brauchen gar nicht zurück. Wir können einfach direkt ins nächste Level jumpen. Aber wir sind bei 22 Minuten. Und wir haben ja unsere gezielten zwei Ebenen geschafft. Leider zeigt es mir jetzt wahrscheinlich nicht an, wie viele es hier hat. Nee. Oh, jetzt sind wir direkt im Kampf. Nee. Okay, dann würde ich sagen, wir machen genau an dieser Stelle weiter. Oh, beim nächsten Part. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.